Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's jedenfalls gut. Hey und fröhliche Weihnachten und willkommen zu dem Spiel Notes of Fucking Obsession. Das Spiel wollte ich schon seit Monaten spielen und endlich können wir es zocken. Gut, es geht los. Ich bin excited. Ich bin wirklich excited gerade. Wow, was eine Butze. Hätte ich auch gerne. Free Rap. Okay. Nee. Cool, wenn meine Mom gerade in die Aufnahme platzt. Das habe ich am liebsten. Die Tür ist zugegangen. Egal, ich will gar nicht nachgucken. Alles gut. Oh, das ist wohl dann unser Schlafzimmer. Sieht verdammt geil aus. Das Geile ist einfach, in solchen Videogames denke ich mir immer so, Alter, was habt ihr bitte für geile Häuser, Schlafzimmer? Meins ist... Darüber braucht man eigentlich gar nicht reden. Gut, spielen wir weiter. Boah, das ist aber echt schön hier. Und es ist fett. Es ist echt fett. Hier würde ich gerne Weihnachten feiern. Ja, ich habe mir gedacht, spielen wir mal ein Spiel aus dem Grund, weil bald Weihnachten ist. Und es ist ein ganz kurzes Spiel und es soll sehr gut sein. Ich habe es in einer Review gelesen und bei Corrupted einmal gesehen. Ich habe es mir im Video aber nicht angeschaut, weil ich unbedingt das Spiel spielen wollte. Und deswegen werde ich mir das Video erst anschauen, wenn ich das Spiel fertig habe. Ich habe eine Spieluhr. Da. Schön. Ich hole mir kurz einen Spekulatiuskeks. Schmeckt voll geil. Spielprinzip ist sehr gut. Ist leicht. Gut gemacht. Wow, Hilfe, Alter. Oh mein Gott. Nee. Wie mach ich die weg? Wie mach ich die auf die hier? So. Wir brauchen zwei. Finden wir. Irgendwie. Oh. Ja, finden wir. So. Foto und ein Gemälde hat, das nur wir gemalt oder unser Kind gemalt hat. Und das waren wir hier. Wir sind erwachsen. Der Vater, die Mutter in einem anderen Teil. Was ist hier? Ah, da. Okay, die Tür geht nicht auf. Und what the fuck ist das hier? Wasser? Nicht auf. Ich guck nach oben. Ding ist weg. Das heißt, wir können aus unserem Versteck raus. Tatsächlich. Okay. Wir hangen gerade ein bisschen. So, und jetzt brauchen wir hier drei.
Crouchen, gell. Wir müssen crouchen. Pissblach hier unser Kind. Boah, ist leicht hier, hätte ich mir gedacht. Okay, wir können die Dinger also nur erkennen, wenn die Spieluhr aufgeladen ist. Wir müssen nur unserem Kind sagen, hier, das soll die mal aufräumen, ne? Das geht ja gar nicht hier fit. Okay, hier ist ein Arschversuch gleich. Doch, drei brauchen wir noch. Das dritte ist natürlich hier. Steckerleiste. Müssen wir jetzt einfach hier durch? Wieder? Ne, wir brauchen eins. Tatsache, da ist es ja. Oh mein Gott. Fuck that shit. Ah Gott. Das war so ein Traum. Nein. Irgendwas passiert gleich. Was steht da? Schon gerade noch nicht da. Guess. Ja. A Nightmare Before Christmas. Das glaube ich nämlich. Ich glaube, ich nehme das als Titel. Brauche ich noch ein fucking ein oder das ist cool? Das ist voll der schöne Schrank. Kann ich das hier irgendwie nehmen? Oh, wir brauchen 7 Dinger davon. Eins habe ich gefunden. Eins. Zwischen den Figuren ist, glaube ich, nur eins. Oder? Habe ich falsch gesehen? Doch, richtig gesehen. Wir brauchen nur noch 4. Ne, 3. 5. Boah, ne, 4. Ne. 5. Doch. Ich habe erst 2. Schon wieder zwischen die Aufnahme geplatzt. Ich weiß, wie es geht. Voll cool. Ich höre hier gerade komische Sounds. Ich sehe was. Ah ja. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Ich glaube, das Ding. Fuck my life. Dieses Tricksteil. Ich glaube, ich check's. Es kann uns nur finden. Oh ne, darauf habe ich ja mal gar keinen Bock. Es kann uns einfach nur finden, wenn wir die Spieluhr anhaben. Boah, darauf habe ich ja gar keinen Bock. Aber das Spiel ist so hart nice. Geil gemacht. Ich bin so hart überwältigt. Oh mein Gott, das ist richtig, richtig geil. Das Ding ist... That wasn't me. Shit. I shit myself. Okay. Oh! Das Gute ist, wir haben die dann gar nicht alle verloren. Eins brauchen wir noch. Das ging schnell. Wie lange spielen wir schon?
knapp 10 Minuten. Reifenmeisterleistung. Also ich finde das Spiel echt heftig. Also ich. Oh mein Gott. Das Ding ist einfach. Es gibt nicht viele Spiele, die einfach so designt sind. Also. Einfach nicht viele Spiele mit so einem Spielprinzip, und das ist so ein Spielprinzip, was ich vorher noch nie gesehen habe. Die Tür eigentlich offen? Nee. Das ist Hammer. Das ist echt krass. Also das Spiel ist echt geil. Ich bin gespannt. Also ich weiß, dass es halt ungefähr so 15 Minuten gehen soll. Deswegen habe ich es mir ausgesucht, aber ich finde es echt relativ perfekt. Ich müsste es leider nochmal anmachen. Und, oh, da haben wir noch das Letzte. Echt, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin so überwältigt von dem Game. Und jetzt kann ich irgendwas hier machen. Oh. Geht wohl irgendwas auf? Nee. Bitte kein Bosskampf. Sein. Achso, ich dachte, wir müssen gegen das Viech kämpfen. Aber was hat sie von alleine gemacht? Wir sind, by the way, eine Frau, habe ich gerade so gemerkt. Okay. Der Dämon ist tot. Richtig geil gemacht. Also finde ich. Das war schon. Das war es tatsächlich schon. Krass. Meine Lieben, in dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Ich finde es heftig, dass das Spiel so schnell ging. Ich muss nochmal sagen, das Spiel ist echt pervers gut. Das ist nicht irgendwie so eine FNAF-Kopie oder keine Ahnung, eine Kopie von irgendeinem Spiel oder hat dasselbe Verfahren wie FNAF Outlast oder was weiß ich was. Oder Resident Evil, das ist einfach so ein geiles Spielprinzip, was ich vorher noch nie gesehen habe. Und was auch noch richtig krass ist, einfach die Atmosphäre des Games. Am Anfang war es einfach so, Sachen finden. Und auf einmal, bumm, das Spiel hat sich wieder sowas von gedreht. Und das ist auch wieder, was ich richtig geil finde, sowas. Also müsste ich Punkte vergeben, würde ich das Spiel 10 von 10 Punkten geben. Oder wahrscheinlich 9,5 von 10. Das ging mir ein bisschen zu kurz. Aber ich finde, dafür ist es richtig geil. Und ich muss sagen, so. Ich wünschte, davon würde so ein langes Spiel rauskommen mit richtiger Story, wo es einfach um diese Spieluhr geht, weil das echt geil gemacht. Liebe Leute, ich wünsche euch fröhliche Weihnachten. Verbringt viel Zeit mit eurer Familie, oder mit eurer Freundin oder mit euren Freunden, keine Ahnung, mit den Leuten, die ihr lieb habt. Hier schlafen. Gute Nacht.